Und zwar Kartell-Tycoon. Das ist jetzt vor 4 Tagen, am 18. März, in Early Access gekommen. Und ist von Tiny Build. Die kennt man von Punch Club oder Graveyard Keeper zum Beispiel. Genau, und hier geht es im Prinzip darum, ein Drogenkartell aufzubauen. Zeitlich ist das Ganze angesiedelt in den 80er Jahren. Und würde sagen, wir gucken da einfach mal rein. Und zwar in den Story-Modus, würde ich sagen. Stand. Caesar takes a long drag on his cigarette. Steadying his nerves, dial tone hums, then cracks. Hola. My name is Caesar. Also ich heiße Caesar. Caesar Garcetti. Ich rufe wegen der Anzeige in der Zeitung an. Du suchst nach einem Partner. Tue ich das? Die Stimme des Fremden ist reich und smooth, warm, wie frisch gebrauter Kaffee. Oder Business? Vielleicht habe ich die falsche Nummer gewählt. Kommt drauf an, wonach du suchst, Senior. Keine Ahnung. Idiot, Bruder. Ich habe keine Lust zum rumzualbern. Der Fremde lacht. Und Caesar zieht nochmal an seine Zigarette. Ich entschuldige mich. Fangen wir nochmal an. Caesar, ja? In diesem Land kann Geld gemacht werden. Aber es geht zu tief. Für einen Mann alleine. Also es ist im Prinzip mehr Arbeit, als man alleine bewältigen kann. Und er braucht einen Partner und fragt, ob er auf den Caesar zählen kann. So heuerst du mich an. Leitet uns eine seiner Unterkünfte oder ja, Residenzen und das Cash, also das Geld in den Wänden. Okay, es ist einfach, die Pflanzen wachsen lassen und verkaufen. Und es ist erstmal ein Test. Okay, bevor der Caesar antworten kann, verbrennt er sich erstmal die Finger an seiner Zigarette. Und der Fremde lacht darüber.
Maraviloso, keine Ahnung. Okay, wenn es erledigt ist, wird er da sein. Alles klar. Genau, Controls, WASD kann man moven. Rechte Maustaste kann man auch moven. Zoom, rotieren. Top-Down Camera Views, M. Construction Controls. Okay. Build in this construction menu at the bottom of the screen to choose what to build. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier das Falsche drin stehen. Das ist gar nicht Squad, sondern Kartell Tycoon. Aktualisieren. So. Straßen kann man auch bauen. Und es gibt Effizienz. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal hier anzufangen. Also wir scheinen. Okay. Die Residenz hat unser Startkapital. Zehntausende von dreckigen Money. Und damit können wir unsere Produktionskapazitäten ausbauen. So, wir sollen jetzt ein Gebäude in diesem Radius bauen und mit einer Straße verbinden. Okay, das ist die Residenz. Bauen, fahren. Okay, hier unten scheint es besonders gut zu funktionieren. Oh, mal eine Sandstraße. So. Okay, wir sollen die Farm natürlich dahin bauen, wo sie besonders effektiv ist. Okay, wir produzieren Opium. Was sagt er hier? Effizienz 100%. Storage 54 Cash. So, legales Geld haben wir auch ein bisschen was. Also, Dirty Money. Das wird weniger, das. Okay. Using Dirty Money build 3 Opium Farms in the range of the residence. Haben wir nicht schon eine? Was ist denn in der Range? Wenn ich hier noch in den Bau, ob ich da eine Straße zwischendurch bauen kann. Fährt er jetzt über die Farm einfach drüber? Genug
Platz gewesen zu sein. Wahrscheinlich, um das Ganze abzuholen, was da produziert wird. Jetzt haben wir alles mit einem abgeschlossen. Okay. Das Quest war sehr erfolgreich. So, der zweite Teil kommt. Wir sollen Caesar zum Warehouse bewegen. Über die Fähigkeiten von einem Lieutenant. Smuggling Point. Aerodromes, Seaports and Checkpoints are locations where you can turn produce into dirty money. Okay, also da können wir quasi nur Zeug verkaufen. So, das Warehouse wird automatisch die Farms oder das Zeug von den Farmen im Radius einsammeln. Okay, und man kann es auch. Die kann aber auch andere Farmen im Prinzip oder von anderen Farmen was holen. Wo ist das? Wenn man das extra auswählt. So. Was ist denn das hier? Wir können hier den Moven zum. Wohin? Zum Warehouse, ne? Ganzes Gefolge dabei. Ja? Okay, wir sollen Opium deliveren. At Destination, alles klar. Zum Flughafen mit. Scheint hier schon volle LKWs ja, zu verschicken. Obwohl hier, naja, der ist nicht voll. Kann man das irgendwo sagen, dass er nur volle verschicken soll? Jetzt fährt er hier wegen zwei Opium da los. Darauf, dass ich hier das auch ein bisschen im Blick habe. Okay, ich verschicke das jetzt hier.
den Sachen zu verbessern, müssen wir es erst erforschen, offensichtlich. So, was macht er jetzt eigentlich? Special Orders Robbery, Truck Supplier. Die Frage, ob wir das brauchen. Research required. So. Research. Moment. Control of government. Okay. So, wahrscheinlich den Dirty Money in normales Geld umwandeln. Also Geld waschen im Prinzip. Also Gemüse. Das geht jetzt hier nicht so gut. Okay, da oben scheint ein Kontrahent zu sein. Er scheint hier Kaffee anzubauen. Hier oben baut jemand Gemüse an. Hier Cannabis. Aha. Ein Checkpoint in dem Game. Okay. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Deliver Opium to the Aerodrome. Ach, er muss auch noch. Was heißt denn die $396? Living 396. Aha. Okay, verstehe ich nicht. Warum bringt er jetzt Waren im Wert von $396 darunter? Er wird ja wohl kaum Geld zum Flughafen bringen, oder? Was war das jetzt mit dem Geld? Warum? Aber das Quest sagt ja auch, soll Opium transportieren, aber das konnte ich gerade nicht auswählen. Vielleicht war gerade nichts im Warehouse. Ich nehme das hier nochmal raus. Mal auf Geld darunter zu transportieren. Denn das scheint ja offensichtlich nicht das Quest zu erfüllen. Was passiert denn mit dem Geld? Achso, muss ich den jetzt wieder runterschicken.
Das scheint die gesunde Mühe zu sein. Ja. So, kann ich jetzt auch. Ja, jetzt kann ich nämlich auch hier. Transportieren. Ich konnte es wahrscheinlich vorher nicht auswählen, weil es halt leer war, das Lagerhaus. Ehrlich gesagt, ich habe es eigentlich auf Deutsch gestellt. So hier. Schauen wir mal auf Deutsch um. Ich hatte es eigentlich schon mal auf Deutsch eingestellt, deswegen war ich vorhin ein bisschen irritiert, dass es wieder auf Englisch war. Alles klar, nächstes Quest erfüllt. Aber eigentlich können das, glaube ich, die LKWs machen. So. Einfach Gartenbau abgeschlossen. Das ist der zweite Teil. Der dritte Teil. Produziere 25 Einheiten Opium auf Farm. Verkaufe 25 Einheiten Opium über den Flugplatz. Okay. Dann kommen wir schon mal 24. Du kannst illegale Waren nur über Flugplätze umschlagen, verkaufen. Dafür erhältst du im Gegenzug schmutziges Geld. Mhm. Ich finde es ein bisschen blöd. Ich habe eigentlich Borderless eingestellt. Das hat er aber auch offensichtlich nicht übernommen. Gerade eben 24 hier runtergebracht. Oder zählt das erst, wenn das hier wirklich verkauft hat? Wahrscheinlich, ne? 2000 kann ich denn. So, genau, jetzt haben wir 24 von 25 verkauft. 12 Einheiten produziert, dann haben wir das ja auch gleich. Das kostet wahrscheinlich sowohl legales als auch illegales Geld. Da habe ich vorhin ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Unterhalt kann ich hier auswählen, ob ich schmutziges Geld oder sauberes Geld verwenden möchte. Jetzt bauen wir das aus. Ja. Überall. Achso, mein Geld muss irgendwo liegen, oder was? Das habe ich nicht irgendwo auf einem Konto liegen, sondern das ist in irgendwelchen Gebäuden. Also hier sind 10.000 zum Beispiel. Hier haben wir 47.000, alles klar.
Und hier ist auch irgendwie so ein 300 Dollar. So. Die letzte Kiste in den Frachtraum eines kleinen Flugzeugs. Achso, Caesar hieft die letzte Kiste in den Frachtraum eines kleinen Flugzeugs. Der Pilot tritt mit einem riesigen schwarzen Telefon an ihn heran. Die Game? Keine Ahnung. Caesar Garcetti? Die Stimme des Fremden lässt keinen Zweifel aufkommen. Ich könnte dich küssen. Du hast uns ein starkes Fundament errichtet. Vertraue einem Mann des Glaubens, dass er so schnell Gewinn macht. Caesar hält inne. Du kennst mich gut für einen Anrufer, den du nie getroffen hast, Senior. Woher weißt du, dass ich ein religiöser Mann bin? Ist es etwa seltsam, wenn ein Mann Nachforschung über seinen neuen Geschäftspartner anstellt? Meine Mutter ist eine gottesfürchtige Frau. Ich praktiziere ihr zuliebe. Aber die Wahrheit ist, dass das Geschäft für mich von weit größerem Interesse ist als die Frömmigkeit. Das Geschäft, zu dem ich gern zurückkehren würde, Partner. Ein Sohn, der seiner Mutter loyal zur Seite steht, ist etwas Kostbares. Und da würde sie mir sicherlich zustimmen, saubere Hände können niemanden beleidigen. Sie? Schmutziges Geld ist wie Kohle, reichlich Brennstoff, aber es schwärzt die Hände und macht alles schmutzig. Wir müssen unsere Hände sauber schrubben. Unsere Hände. Ich habe dir neue Mittel zur Verfügung gestellt. Wir sehen das als eine Art Investition an. Kauf uns ein Taxiunternehmen in Amado. Ich werde mich bald wieder bei dir melden. Oder bald wieder melden. 10.000 Euro bekommen. Oder Dollar. So, bau ein Taxiunternehmen. Das ist Logistik, Produktion. Das wird ja keine Farm sein, oder? Ach so, ich muss in die Stadt gehen wahrscheinlich. Das kann ich aber nicht einfach so bauen. Hier in der Stadt. Gebäude, alles klar. Taxiunternehmen. Er hat mir zwar sauberes Geld gegeben, aber ich kann es auch für schmutziges kaufen, oder? Wer schmutziges Geld des Lieutenants? Oder, ja. Oder Leutnants? Oder Residenzen von Umschlagplätzen für Schmuggelware liefern. So, Erhaltungskosten 300 Dollar. Lagerhallenkapazität 30.000. Neue Ressourcen, sauberes Geld. Geldwaschen 1.800. Alle zwei Tage. Ich würde es jetzt einfach mal für schmutziges Geld errichten. Warten auf das Eintreffen von Baugeldern. Kommen die automatisch dahin? Offenbar läuft das ja alles mit Bargeld. Das ist der Bürgermeister. Gebietsname Casino. Deutlich mehr Geld wahrscheinlich. Forschungszentrum ist schon 1:1 da. Kann ich uns schon forschen? Nee. Ist noch nicht unter meiner Kontrolle offenbar. Ist hier Armada überhaupt? Nicht, dass ich jetzt irgendwo. Ja, das heißt, das ganze Gebiet. Du kannst Gebäude in Städten kaufen, die einzigartige Vorteile bringen. Die Zahl der Gebäude, die errichtet werden können, variiert von Stadt zu Stadt. Das dauert ja ein bisschen.
Das Bargeld, was hier in der Halle ist, das bringen die LKWs vom Flughafen mit wahrscheinlich, oder? Mal beobachten, wenn der LKW wieder zurückfährt, ob der dann das Geld dabei hat. Ach so, wir sollen das schmutzige Geld nicht von da, sondern vom Flughafen transportieren. Lager hat den Betrieb eingestellt. Ach so, dann hören wir auf, das Geld da wegzuschaffen. Geld drin wieder. So, und dann bewegst du dich mal zum Verkaufen. Also das Geld kriege ich offensichtlich hier hin für den Verkauf. Was landet das Flugzeug gerade? 182 Kronen raus. Die landen jetzt hier drauf wahrscheinlich, ja. Okay, also holen die LKWs das nicht. Die Frage ist, wo kommt denn das Geld hier immer her? Ach, das kommt hier wahrscheinlich. Der Residenz, weil das hier in dem Bereich ist, okay. Alles klar. Der läuft ja schon wieder. Ist okay, geh weg. Ja. So, wie viel holt er da jetzt mit einmal? Achso, ist noch gar nichts. Liefern. Gut. 12.000 kann er mit einmal transportieren. Nicht so schlecht. Under Construction. Okay. Ach, hier sieht man es dann auch tatsächlich. Das wäre ganz cool. Das steht ja eigentlich, dass ich Squatch bin, oder? Ganz kurz, was steht hier? Nee, hier passt. Strange. So, jetzt haben wir doch 15.000 hier. Warte auf das Eintreffen von Baugeldern. Hä? Geld sollte doch da sein, oder? Nee, eigentlich möchte ich sie nicht um Gefallen bitten. Das Geld ist in der Lagerhalle. Wie kommt das in der Lagerhalle jetzt? Oder muss ich ihm sagen, dass er das nicht in die Stadt, sondern direkt zum Taxiunternehmen liefern soll? Ist das noch ein Unterschied? Was blinkt er denn hier oben so auf? So, liefern, Geld. Ja, tatsächlich. So, jetzt ist das leer. Und da ist jetzt auch Geld drin. Jetzt wird das Geld auch nicht mehr da oben dazu gezählt, weil es jetzt ausgegeben ist. Okay. Das war vorher im Prinzip bloß in einem anderen Lager. Deswegen wurde es da oben noch mit dazu gezählt. Okay, ich dachte jetzt, dass es so ist, dass ich das einfach in die Stadt bringe und in der Stadt wird es dann automatisch verteilt. Scheint aber nicht so zu sein.
Oh, ich sehe gerade, dass man da oben den Kontostand gar nicht sieht. Wir machen das hier mal aus. So. Dann sieht man da auch was. Liefern das Geld. Sonntags wieder. Opium, wo soll das sein? Das ist hier Flughafen los. Das sind 12, da kommen noch 8. Ja, gut, das läppert sich ja. Ne? Also, sie müssen 300 schmutziges Geld an Unterhalt zahlen. Alle 12 Stunden, okay. Wandelt 1800 schmutziges Geld in sauberes Geld im DAX-Unternehmen um. Alles klar, das sollte ja nach 2 Tagen erledigt sein. Ich glaube, wir können es noch ein bisschen schneller laufen lassen. Kann ich das in den Zahlen haben? In der Garage des heruntergekommenen Taxiunternehmens Amado. Caesar schaut zu, wie die restlichen Bargeldstapel aus dem Kofferraum eines alten Autos geholt werden. Er hält ein Telefon an sein Ohr. Ach, der Geruch von frisch gewaschenem Geld. Es ist wunderschön, oder nicht? Die Garage stinkt nach Farbe, Benzin und Schweiß. Caesar beißt sich auf die Zunge, streckt den Rücken und atmet schwer aus. Wirklich, Caesar, ich bin beeindruckt. Du arbeitest hart. Gracias. Zu hart. Wenn du so weitermachst, wirst du dir den Rücken brechen, bevor du die Früchte deiner Arbeit genießen kannst. Es ist harte Arbeit, doch jemand muss sie erledigen, Senor. Wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann nur zu. Komm und pack selbst mit an. Habe ich dir nicht meine Residenz und meine Männer dort anvertraut? Den Fahrern, die nur allzu froh sein werden, dich bei der Arbeit zu unterstützen. Sag ihnen einfach, was sie tun sollen, und sie werden es tun, bis du ihnen sagst, dass sie aufhören sollen. Synergie, mein Freund. Lass das System für dich arbeiten. So. Das Bauen und Bezahlen von Unterhalt mit schmutzigem Geld ist zwar aufwendig, spart jedoch bei guter Handhabung eine Menge Zeit und lässt sauberes Geld für Zeiten frei, in denen es am meisten gebraucht wird. Berücksichtige alle Optionen und bleibe flexibel. Ach, hier kann ich auch. Jetzt irgendjemand dahin? Die haben Leerlauf.
voll? Nee, ist nicht voll. Das sind keine Geldtransporter hier. So, das ist unsere Quest. Wähle den Flugplatz als Ziel für die Residenz aus. Okay. Wähle das Taxiunternehmen als Ziel für die Residenz aus. Wandle 3600 schmutziges Geld in sauberes Geld im Taxiunternehmen. Der LKW hat jetzt aber nichts geladen hier. Okay. Aber das Geld von hier wird jetzt nicht automatisch ins Taxiunternehmen geliefert. Wahrscheinlich brauche ich dafür so einen Leutnant, den ich noch nicht rekrutieren kann. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass das jetzt so funktioniert, wie es funktionieren soll. Caesar lehnt sich am Balkon der Residenz an, raucht und beobachtet Lastwagen, die illegale Waren hin und her transportieren. Wieder einmal hält er sich den Hörer ans Ohr. So. Es fühlt sich gut an, das Sagen zu haben, oder? Viele Hände machen leichte Arbeit. Dennoch glaube ich, dass wir von einigen mehr profitieren würden. Caesar seufzt, die Zigarette hängt schlaff an seinen Lippen. Mehr Fahrer? Nein, nein, mein Freund. Sie sind Rädchen im Getriebe. Leutnants werden diese komplizierteren Aufgaben erledigen. Ich habe mich schon drum gekümmert. Bald wirst du dir die Neulinge in der Residenz aussuchen können. Aus dir machen wir auch noch einen Anführer. Caesar lacht, lässt die Zigarette aus seinem Mund auf den Holzboden des Büros fallen und tritt sie aus. Wenn ich nur eine Stimme am anderen Ende der Telefonleitung werden muss, um ein Anführer wie du zu sein, dann bin ich nicht daran interessiert. Sag es mir, was unterscheidet mich von den... was unterscheidet mich denn von einem dieser Rädchen? Ich kenne nicht einmal deinen Namen, Partner. Der Fremde verstummt. Die Sanftheit in seiner Stimme wird schärfer. Ich kann deinen Frust verstehen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mich endlich mal vorstelle oder endlich richtig vorstelle. Erledige diese Aufgabe und ich werde dich bald treffen, Caesar Gassetti. So, heure einen Leutnant in der Residenz an. Du brauchst mindestens zwei Leutnants im Kartell. Einen haben wir schon, also quasi uns selbst. Erhöhe die Loyalität deines Leutnants, indem du seinen Unterhalt erhöhst. Und rekrutieren. Okay, wir sind erstmal... Ach, die sind nicht alle gratis. Nur die ersten beiden sind gratis. Was ist das hier? Was ist die Loyalität? Stärke 1, Stärke 4. Fahren, liefern, Gebäude anzünden. Was kann sie? Sie kann nur fahren und liefern. Die können nur fahren. Aha. Ich würde tatsächlich ihn hier nehmen.
So. Und er transportiert jetzt, oder was? Wo ist das? Ah, ist sein Rang. Ist entschlossen. Sagen wir erhöhen jetzt mal ein kleines bisschen. Am Telefon. Die Residenz ist voller Lärm, der durch aufheulende Automotoren und Leutnants verursacht wird, die den Fahrern Befehle zubellen. Der Fremde kommt durch die Haupttür herein und schaut sich ausgiebig um. Mir gefällt, was du mit diesem Ort gemacht hast. Der Raum wird still, nur Caesar erkennt die Stimme. Weich, geschmeidig und warm wie frisch gebrühter Kaffee. Er erhebt sich, um den Fremden zu begrüßen. Es ist schön, dich endlich zu treffen, Partner. Bitte nenn mich Miguel. Die beiden begrüßen sich, bevor Caesar Miguel seinen Leutnants vorstellt. Du hast gut angeheuert, trotzdem solltest du vorsichtig sein. Jeder Leutnant hat Bedürfnisse, Geld oder Macht. Befriedige diese Bedürfnisse und du wirst ihre Loyalität gewinnen. Eine wirklich wertvolle Sache. Scheitere jedoch und sie können unzufrieden werden, unberechenbar. Es gibt Wege, um das zu lösen. Dein Portemonnaie oder deine Pistole. Verstanden. Bueno, Caesar. Aber jetzt brauche ich eher dein Schwert als deine Feder. Unser Geschäft wächst und so muss auch unser Nachschub wachsen. Es gibt einen Hafen in Puerto Roya, der einer anderen Gang gehört. Ruf deine stärksten Leutnants zusammen. Von da an übernehmen wir. Kommst du? Lachend klopft Miguel mit der Hand auf Caesars Schulter. Das ist der Beginn eines neuen Kapitels für uns, Caesar. Details. Du kannst keine illegalen Waren offen über den Hafen verkaufen, ohne sie vorher in illegale Waren zu verpacken. Wie? Andersrum. Du kannst keine illegalen Waren verkaufen, ohne sie vorher in legale Waren zu verpacken, wie etwa Gemüse. Okay. Das heißt, wir brauchen dafür wahrscheinlich das Gemüse dann. Das müssen wir noch anbauen. Demnächst. So. Neues Quest erhalten, abgeschlossen, neues Quest erhalten. Rekruten. Das haben wir, glaube ich, schon abgeschlossen, ne? Das war das eben. So. Versetze Leutnants mit ausreichend Stärke zum Hafen des Gegners in Puerto Roya. Erobere den Hafen. Was heißt denn ausreichend Stärke? Stärke 3, okay. Du schickst deinen Leutnant in ein Gebäude des Gegners. Das hat einen Konflikt auf dem Territorium zur Folge. Ja, wir haben Stärke 4, der hat Stärke 3. Auf geht's. Also bezahlen wir den mit legalen Euros hier. Dollar. Ja, gut. Geschwindigkeiten. Da wackelt das Schiff, wenn die dann kämpfen. Konflikt im Gebäude hat begonnen.
Eigentlich können wir es auch mal schneller laufen lassen. So, damit haben wir den Hafen übernommen. Der Hafen ist ganz in Rot getaucht. Inmitten der Aufräumarbeiten nähert sich Caesar einem Leutnant, der eine Leiche ins Hafenbecken wirft. Lugaciente. Hast du Miguel gesehen? Achso, heißt der? Nee. Laut dem Befehl, den er hinterlassen hat, sollst du eine Versorgungskette zum Hafen aufbauen, Capo. Du musst dabei aufpassen und eine Werkstatt benutzen. Eine Werkstatt? Die Zollbeamten, diese verflixten Gringos, prüfen jede Fracht, die übers Land oder übers Meer transportiert wird. Deshalb müssen wir sie in legale Produkten schmuggeln. Oder in legalen Produkten schmuggeln. Muy chevere. Oder chevere? Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Sieh, mi Capo, aber... Woran denkst du? Der Mann, mit dem du Geschäfte machst, heißt Miguel Angel Gacha. Aber man nennt ihn El Virunas. Derselbe El Virunas, der seine Opfer verführt, bevor er ihre Seelen stiehlt. Mach dir nichts aus Spitznamen, mein Freund. Sie sind genauso eine Fassade wie unsere falsche Fracht. Sie nennen mich Gusanito. Würdest du mich einen Wurm nennen? Warum? Glaubst du, hat er nach einem neuen Partner gesucht? Weil sein ehemaliger Freund die Tasche bewachen sollte und am Ende im Inneren gelandet ist. Du solltest aufpassen, Mikapo. Bist du meine Mutter? Wenn ich meine ganze Zeit damit verbringen würde, einem Verdacht nachzujagen, hätte ich keine Zeit mehr für etwas anderes. Ach komm, Lugaciente, habe etwas Vertrauen. Wir haben zu tun. Alles klar. Baue eine Werkstatt, produziere 40 Einheiten Opium in Gemüse verpackt, verkaufe 120 Einheiten Opium über den Hafen. So, Produktion, Werkstatt. Kann das jetzt wohl nicht gebaut werden. Kontrolle wiederherstellen. Installiere einen beliebigen Leutnant im Hafen der Region Puerto Roya. Installiere einen beliebigen Leutnant im Flughafen der Region Amado. So, behalte deine Leutnants gut im Blick. Wenn die Loyalität eines Leutnants zu sehr nachlässt, werden sie unzuverlässig und du verlierst die Kontrolle über sie. Das ist ja bei ihm egal, das sind wir selbst. Ist er jetzt auch ein Leutnant? Der Miguel, tatsächlich. Rang ist Sicario. Ist gut, ja. Carpus, Max. Der ist Novator. Was auch immer das ist. Ach du Scheiße. Achso, abgeschlossen. So, falsche Frage. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Werkstatt hinbauen können. Wenn du von einem Produkt nicht genug produzierst, kannst du versuchen, es in einem der umliegenden Dörfer zu kaufen. Aha. Aber ich könnte auch eine Farm bauen, die
Gemüse anbaut, oder? Effizienz 30%, ach du Scheiße. Ist auch nur 30. Ist überall bloß 30%. Wir können 3 Opium in einem Gemüse verstecken. Die Werkstatt hat keine Farm, was? Ja, keine Straße. Ist doch hier aber angeschlossen. Umschlagplätze müssen mit Hilfe eines Lieutenants gehalten werden, damit du nicht die Kontrolle über sie verlierst. Das heißt, er muss jetzt hier. Dann kann der das bewachen. Oder reicht das, wenn er da ist? Kontrolle wiederherstellen war abgeschlossen. Okay, das ist das Gleiche. Geld liegt dann hier rum. Nix. Alles geholt. Und er wartet jetzt auch wieder auf Geld, alles klar. So, was haben wir denn hier noch für Probleme? Nicht genügend Ressourcen. Ja. Das Gemüse braucht halt ein bisschen. So, alle 5 Tage und 5 Stunden produzieren wir 14 Gemüse. Wir produzieren hier alle 14 Stunden 2. Kann man das nicht mal in einheitlichen Einheiten angeben? Verbrauchte Produkte. Dran. Was ist denn mit dem Gemüse passiert hier? Er hat noch gar nichts produziert, oder was? Das ist noch das erste Gemüse, was ich produziert habe, das 5 Tage dauert. Was ja eigentlich schon gut ist, dass hier Gemüse innerhalb von 5 Tagen wächst. Produziere 40 Einheiten Opium. Okay, was da verpackt ist. Was krieg ich da raus? 1, was? Ewig, bis das hier dauert. So, jetzt haben wir hier 14 Gemüse. Ist das jetzt hier unten gelandet schon? Nee. Holt es irgendjemand ab? Jetzt. Oh nee. Jetzt holt es jemand. Bring's doch gleich dahin. Oder sind das jetzt automatisch da? Nee. Kommt es nicht automatisch hier rüber?
Jetzt. Das hat ein bisschen gedauert. Also macht er aus einem Gemüse auch bloß eine Kiste mit Gemüse. Okay. Was fehlt hier? Wieder Gemüse. Was kostet denn so eine Gemüsefarm? 1000. Das ist jetzt auch nicht die Währung. Das brauchen wir nochmal. Schmutzige Geld oder weniger. Natürlich gut, wenn beides hochgeht, sowohl schmutziges als auch sauberes Geld. Das war schon im Gefängnis zu sehen. Sie haben hier Statistiken anzeigen lassen, ja. So. Einen Monat, ja, gesamte Zeit. Also Einnahmen aus dem Opium. Okay, Gebäudebau ist halt relativ viel. Und Instandhaltungskosten sind auch 32.000. Aber es scheint ja zu passen, so grob. Obwohl, es wird immer mehr hier. Aber hier ist auch. Ah, gut, okay, ist klar, dass es immer mehr wird. Mal gucken, bis wohin die Effizienz geht. Wird gleich wieder fallen, wenn es kein Gemüse da ist. Aber habe ich hier noch Gemüse? Ja, da ist ja Gemüse. Das liefert bloß keiner dahin. Mal sehen, wie lange es noch dauert, bis ich hier Sachen erforschen kann. Das Forschungszentrum gibt es ja schon, ich kann es bloß nicht benutzen. Ne? Oder gibt es noch nicht? Forschungszentrum 1 von 1. Also ich kann auf jeden Fall keins bauen.
geschlossen. So. Die abendliche Stille des Hafens durch den Klang eines Schiffshorns unterbrochen. Miguel und Caesar begutachten gemeinsam den Anleger. Weißt du, Caesar, ich denke, dass wir unserem bescheidenen Haus entwachsen sind. Das ist Teil des Geschäfts. Wir streben immer zum Sonnenlicht. Rede Klartext, Miguel. Eines habe ich dank meiner religiösen Erziehung gelernt. Männer, die in Bildern sprechen, wissen selten, wovon sie reden. Miguel lacht und bietet Caesar eine Zigarette an. Der nimmt an. Sehr gut. Über den Hafen abgewickelte Verkäufe bringen solide Profite ein. Aber wir zahlen Unsummen dafür, dass der Bürgermeister ein Auge zudrückt. Diesen Ärger hätte es nicht gegeben, wenn wir die Region kontrollieren würden. Comprende? Ich glaube ja. Aber Puerto Roya gehört der Regierung und nicht irgendeiner Gang wie der Hafen. Wie sollen wir es ihnen abluchsen? Du wärst überrascht, wie wenig Wert ein Politiker auf sein Volk legt, mein Freund. Wenn wir mit ihnen reden, werden wir sicherlich einen Deal machen können. Und sobald der Deal abgeschlossen ist, werden wir die Region kontrollieren. Das Schiffshorn ist wieder zu hören und die beiden Männer winken, als das Boot im Abendnebel verschwindet. Caesar macht sich in die Stadt auf, während Miguel ein breites Grinsen aufsetzt. Estupendo. Oder? Ja, keine Ahnung. Ich kann leider kein Spanisch, deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, neue Quest erhalten. Kontrolle wiederherstellen. In Armado. Zerliere einen beliebigen Leutnant in Armado. Also in der Region. Oder hier. Fahren wir in die Stadt. Kollege. Also er ist loyal. Wie sieht es mit dem anderen aus? Auch loyal. Er ist entschlossen. So, Kontrolle haben wir wiederhergestellt. Sprich mit dem Bürgermeister von Puerto Roya und nimm seine Quest an. Übernimm die Kontrolle über die Region Puerto Roya, indem du die Bedingungen des Bürgermeisters erfüllst. Um in einer Region bauen zu können, musst du sie zunächst kontrollieren. Und um eine Region zu kontrollieren, musst du ihre Hauptstadt unter deine Gewalt bringen. Schmiergeldbeamte nehmen sich 30%. So, Stärke ist hier 4. Bürgermeister Andrés García. Vor einer Ewigkeit wurde García Zeuge von Guerilla-Kampagnen. Leidenschaftlich brutal verzweifelt, ironischerweise tritt er als gewählter Beamter jetzt gegen lokale Rebellen an, die damit drohen, seine Region zu destabilisieren. Aber er weiß ganz genau, was nötig ist, um sie aufzuhalten. Dann sprechen wir nochmal mit dem Bürgermeister. Das heißt, dass du als Bürgermeister in dieser Region für alles verantwortlich bist. Hallo. Ja. Da hast du recht. Tja, dann musst du wissen, dass ich die Kontrolle über diese Region übernehme. Tja, diese Geschichte habe ich hier schon einige Male gehört. Wir werden eine Art von Verständnis erreichen müssen. Ich kann mit bedeutenden Leuten verhandeln, aber du wirst mir im Gegenzug helfen müssen. Du bist garantiert nicht zufällig Bürgermeister geworden. Na gut, nimm mir deine Bedingungen. So, es scheinen hier 3 Bedingungen zu sein. Macht des Vertrauens. Das Respektieren der Wünsche deiner Mitarbeiter ist essentiell, wenn du dich auf sie verlassen willst. Wir sollen das, also das allgemein, die allgemeine Loyalität zur Akzeptanz bringen. Oder Public Loyalty. Wo ist die? Für Gebäude bauen. Es gibt schon einen Zirkus, okay. So, das da oben ist die öffentliche Loyalität, so rum. Loyalitätsstufen, Bescheidenheit. Loyalität steigt, wenn du Waren und Ressourcen in den Dörfern kaufst, Gebäude in Städten baust, die Loyalität erhöhen und für besondere Ereignisse spendest. Aha. Wir können also irgendwo spenden. Loyalitätsgebäude.
Kiew. Es ist ausblenden. Ach so. Okay. Jetzt. Der Bau eines Hasser-Clubs erhöht die Loyalität geringfügig, genauso wie Spenden für besondere Veranstaltungen, die du veranstalten kannst. Was haben wir hier? Einmalige erhöhte Loyalität klein, vergibt Loyalität bei Aktionen Mittel. So, dann haben wir hier einen Vergnügungspark. Hier haben wir einmalig klein und für besondere Aktionen Mittel. Die Kirche auch klein und Mittel. Gemeinnützige Stiftung. Klein und Mittel. Aber da kann man kein Geld waschen. Hier steht erhöht Loyalität moderat. Schmutziges Geld des Leutnants oder Residenzen von Umschlagplätzen für Schmuggelware liefern. Okay, wird leicht erhöht. Wahlkirche erhöht Loyalität erheblich. Und durch Spenden für besondere Veranstaltungen, die hier abgehalten werden, steigt sie auch etwas. Hier kann man auch Geld waschen. Vielleicht gewinne zuerst die Kontrolle über die Stadt. Achso, ich darf noch nichts bauen, oder was? Okay. Wo ist denn hier ein Dorf, wo ich was kaufen kann? Steht nur, was ich machen soll, nicht wie ich es machen soll. Also, Waren, Ressourcen in Dörfern kaufst, Gebäude in Städten baust, kann ich nicht. Besondere Ereignisse spenden. Oh, ich muss mal ein bisschen langsamer machen, glaube ich. Der Rang, den ich haben muss, mindestens, ne. Das zeigt einfach bloß, dass es Loyalität bringt, das Gebäude. Die Frage ist, wie ich für besondere Sachen spenden kann. Oder wo ein Dorf ist, wo ich was kaufen könnte. Denn das ist ja kein Dorf hier. Das ist das Forschungszentrum. Das ist die Stadt selbst und das ist das der Zirkus. Schwarzmarkt. Das ist eine feindliche Gang. Kann ich denn hier? Könnte ich hier Farm bauen? Ja, dafür muss man erst das Gebiet gehören. Effizient. Statt Logistik. Kann ich auch noch nicht bauen, ne? Bescheidenheit. Mir ist nicht so ganz klar, wie ich hier was kaufen kann. Es gibt ja auch keine Dörfer. Das ist ein anderes Gebiet. Ist gut. Jetzt sagen wir, schubsen mal die andere Gang erstmal aus dem Gebiet raus hier.
Wo kann ich denn sagen, dass ich... Ja, ich verliere die Kontrolle des Gebäudes. Ach du Scheiße, das war ganz schön schnell. Was liefert er her eigentlich? Achso, er holt das Geld für das Taxiunternehmen. Kann ich eigentlich noch einen? Ich könnte noch einen rekrutieren. Der ist auch gratis. Ich würde ganz gerne jemanden nehmen, der gratis ist. So, Kollege. Du fährst jetzt mal hier hoch und guckst mal da. Und letztlich kann ich es nicht einfach machen. Hoch. Ja, offenbar muss ich da immer jemanden haben. Ach so, das ist Stärke 3. Der hat nur Stärke 2. Mal sehen, ob das überhaupt reicht hier. Aber vielleicht kann das verlangsamen. Aufmerksamkeit der Organisation DEA. Achso, es reicht, er kriegt die Kontrolle. Ja, ich würde gerne das Leben. Was ist denn das hier? So, Guerillas. Erlangt vollständig Kontrolle. Das heißt ja eigentlich. So. Der wartet doch eigentlich immer hier. Dann müsste ich doch ihn hier eigentlich in die Stadt setzen können. Und solange er hier auf die Lieferung wartet, wird es ja auch nicht von einem anderen Gang eingenommen. Ja, ist okay. Der kriegt die Kontrolle auch so. Ermittlungen an der Grenze. Die Regierung kann mit Ermittlungen zu deinen Gebäudeverkäufen und sie beschlagnahmen, wenn du Erfolg hast. Konfiszierung. Einige Waren werden an den Grenzen konfisziert. Kriege ich das wieder runter? Es ist ein Teufelskreis. Sobald du mit dem Sündigen anfängst, kann man nur schwer wieder damit aufhören. So, Loyalität steigt, wenn du Waren, Ressourcen in Dörfern kaufst, Gebäudestätten, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal so ein Loyalitätsgebäude bauen würde. Sowas zum Beispiel. Aber da muss ich auch explizit Geld hinbringen, dann, ne, wenn es gewaschen werden soll. Ich baue einfach mal die Kirche da.
die Loyalität gebietsübergreifend? Also wenn ich jetzt hier eine Kirche baue, kriege ich dann einen anderen Lager oder erobert. Alles klar. Dann. Liegt schon ein Haufen Kohle rum. Was ist? Achso, nee, das ist zusätzliches Ziel. Ach so. Liefern. Nur ein bisschen Geld. Schafft es mal dahin. Huch, was haben wir denn hier? Eindringen in Gebäude hat Terror erhöht. Ach so, weil ich da durchgefahren bin. Oder was? Ja, jetzt solltest du auf jeden Fall mehr als genug Geld haben. Kein freier Platz für Bargeld, ja. Kann ich hier eine Straße bauen, die... Das wäre ja ganz nett, wenn ich einfach so eine Sandstraße außen umbauen könnte. Okay, die Loyalität ist schon mal gestiegen. So. Ich muss da aber Geld hinschaffen wahrscheinlich. Genau, also eigentlich... Genau, ist jetzt Geld angekommen, das heißt, das können wir auch mal anmachen. Dann kann der Kollege... Sagen, er bleibt mal hier und er liefert Geld an die Kirche. Zum Flughafen. Aha. Ermittlung an der Grenze. Du hast deinen ersten Ermittlungsstern bekommen. Die DEA wird jetzt regelmäßig Kontrollen an den von dir genutzten Umschlagplätzen durchführen. Während der Ermittlung an der Grenze wird der Verkaufspreis deiner Produkte niedriger sein. Wenn du den Umschlagplatz während der Ermittlung verwendest, wird er beschlagnahmt. Dann... Stopp!
Das ist hier. Ja, gut, die haben einfach zu viel Geld. Ach so, der liefert bitte auch nicht zum Flugplatz. Kann ich den auf den hier sagen, liefere das Lagerhaus hier? Nee. Aber dahin kannst du liefern. Sieht die eigentlich anders aus? Sie ist schon auf einem höheren Level. Die Plantage. Ach, das ist eine Plantage. Ist der Unterschied zwischen einer Plantage und einer Farm? Jedes Mal, wenn ich hier durchfahre, wird mein Terror erhöht, oder was? Das ist ja auch Mist. Irgendwie Mist, das hier ist, wenn ich da durchfahre, das hochgeht. So, bestech den Bürgermeister. Liefere 50.000 Bargeld an Puerto Roya. Ah, ich habe kein Bargeld hier. Dann muss der andere mal aufhören hier. Mit. Warum verdiene ich überhaupt noch Geld? Vier Tage mache ich auch wieder was. Das haben wir schon gemacht. Die Feindlichen eliminiert. Und jetzt müssen wir einfach nochmal 50.000 Dollar bringen. Oh. Nicht drehen. Oh, hier ist gar kein Geld mehr drin. Wie sieht es denn bei denen aus? Die haben auch kein Geld mehr. Wo ist denn mein schmutziges Geld? Ist alles in einem Taxiunternehmen, ne? Selektiona, por favor. Hä? Wo sind denn hier? Achso, hier ist ein bisschen was gebunkert. 9.000 ungefähr. Ja,
hört halt auf. Hier ist sogar noch ein bisschen Geld drin. Was ist hier das Problem? Ich hab kein Geld. Okay, wenn ich das mit Bargeld bezahle, muss ich halt immer Bargeld hinschaffen. So. Warte, jetzt auf die Lieferung. Also es hat natürlich auch Vorteile, wenn ich mit sauberem Geld bezahle, dann kann ich das offensichtlich überweisen und muss das nicht immer hinfahren. Hier werde ich früher oder später auch auf sauberes Geld umsteigen. Taxiunternehmen. Liefert er jetzt das Bargeld als Taxiunternehmen? Müssen wir wieder das Flughafen verkaufen, sonst gib mir das Geld aus hier. Huch. Erhöhen wir nochmal die Loyalität. Ich hatte sogar zu viel. Warum hat der bloß eine Effizienz von 66? Ist doch, die Lager sind doch hier gerammelt voll. Ich stelle das alles jetzt auf sauberes Geld um, wenn das hier, wenn das Bargeld da drin aufgebraucht ist. Geht bei denen ja auch schon. Man kann das Geld auch wieder rausholen. Die produzieren ja hier sauberes Geld. Also 1,8 alle 2 Tage und der produziert 2,8 alle 7 Tage.
Noch was ist das für eine? Wo fahren wir hin? Die Lunge am Flugplatz beendet. Die A wurde gesichtet. Wo fahrt ihr hin? Dahin. Den fahr du mal nach Hause oder so. Ja, halt wieder auf, hier dahin zu laufen. Viel war ja sowieso nicht da. Was war das jetzt? Die DEA hat nichts gefunden. Weg. Ach, die haben nach Drogen gesucht. Das war aber knapp nur wahrscheinlich, ja. So, du lieferst mal das Geld hier hoch. Ja, wir haben noch 5.000, ja, die können wir auch hoch. Wir haben ja schon mal 15, knapp 16.000. Eine Farm hat jetzt über den Betrieb bestellt. Die da. Ich würde mal interessieren, wo die 12.000 jetzt noch stecken. Der fällt hier 5.000 hoch. Das heißt, ich habe irgendwo noch 7.000. Was haben wir hier noch? 100. Ah, hier sind die 7.000 in der Kirche. Hier ist aber auch nichts. Erstmal zum Flughafen, um von da das Geld zu holen. Oh, da kommen 6.000 rein. Das ist nicht schlecht. Und dann werde ich hier hochgehen. Ich würde das Bargeld, das unten vom Flughafen jetzt wieder kommt, das würde ich dann erstmal wieder ins Taxiunternehmen bringen.
Sag mal, die Kirche, die läuft ja noch ein bisschen. Ach, der fährt es zur Residenz. Automatisch. Das heißt, er holt auch das Geld da, das Bargeld, und liefert es auch automatisch ins Taxiunternehmen. Wo fährt denn das hin? Warum? Ach so, weil das hier noch auf Dings läuft. Wenn ich das umstelle, dass die hier alle auf sauberes Bild fahren. Aber irgendwas ist auch hier runtergefahren, kann das sein? Ja. Aber dann müsst ihr auch hier sagen können, bring das auch bitte zur Kirche. Kommen wieder 6000 rein. Das ist ganz gut. Ich habe kein Geld mehr da. Nichts zu verkaufen. Produziere ich zu wenig einfach. Ah, jetzt sind die hier 100%, das ist sehr gut. Deswegen komme ich da hinten wahrscheinlich auch
nur auf die 6000 irgendwas. Ja, sind nämlich schon wieder 24 drin. So. Naja, es dauert halt. Jetzt können wir es, glaube ich, mal wieder ein bisschen schneller laufen lassen. So, da geht das Geld runter. Hier geht es auch noch nicht hoch. So, jetzt haben wir nämlich zumindest keine Proben mehr hier drin. Das heißt, sie sollten auch nichts finden. Jetzt ganz schön abgenommen. Liefert er nicht an beides? Was? Nicht genügend Geld? Da ist doch Geld. Das kam wahrscheinlich gerade erst rein. Ne? Aber der liefert nicht an die Kirche. Warum liefert er nicht an die Kirche? Einfach leer gefahren. Oh, ich muss hier wieder
Die Ermittlung wurde beendet. Halt, wieder einschalten, Logistik. Dahin. Auf geht's. Ja, ein Haufen Zeug, das muss mal gemacht werden. Ach ja. Oh, es wundert mich, dass hier das Schiff losgefahren ist. Ohne das. Achso, das transportiert hier auch andere Waren. Also die 50.000 für den Bürgermeister sind ganz schön viel, muss ich sagen. Kann sie erstmal ein bisschen befüllen lassen mit Geld. Wieder da ist, kann ich mir die mitnehmen und dann kriege ich dann hoffentlich wieder 6.000 raus. Beziehungsweise sogar mal 9.000 oder so. Die Kirche hat Betrieb eingestellt. Zu viel Opium. Kann ich von hier aus nicht direkt. Denn die Werkstatt wird ja auch so von hier beliefert. Dann fahrt ihr doch mal direkt zum Flughafen hin. So, noch 4 Tage, dann müsste ich es haben. Oh, hör doch auf. So, ich will jetzt zumindest noch mal das nächste Gebiet freischalten, bevor ich hier Schluss mache.
So, jetzt haben wir den Bürgermeister gestorben. Erobere die Stadt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt gehört diese Region mir. Ja, alles gehört dir. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Und ich spüre, dass da noch etwas ist. Nun, da gibt es ein winziges Detail, das noch nicht geklärt ist. Ich habe nicht alle... Es haben nicht alle zugestimmt, für die Banditen zu arbeiten. Was genau meinst du damit? Willst du mir sagen, ich soll mich ins Knie ficken? Nein, ganz im Gegenteil. Ich biete dir an, ein Teil des Kartells zu werden. Okay. Ich kann für dich Spezialaufträge ausführen und diese Unruhestifter zum Mitspielen bewegen. Oder ich könnte dafür sorgen, dass die Unruhestifter verschwinden. Klar, auf geht's. In Ordnung, ich sehe, dass du kein Faulpelz bist. Nur zu, ich brauche diese Region. Ich habe große Pläne damit. As you wish. Sehr gut. Ich nehme hier die Kontrolle darüber. Puerta Roja. Büro des Bürgermeisters. Miguel schaut über die Stadt wie eine Katze, die eine Vogeltränke beobachtet. Es klopft an der Tür. Miguel winkt und Caesar tritt ein. Caesar, mein Freund. Es tut mir leid, von dem Zustand deiner Mutter zu hören. Sie ist eine gute Frau und hat den Herrgott und einen loyalen Sohn, der über sie wacht. Gracias, Miguel. Ich habe vor, sie heute Abend zu besuchen. Es ist schon lange her, dass wir gesprochen haben. Ich kann dich nicht verschonen, fürchte ich. Du hast gute Arbeit bei der Sicherung der Stadt geleistet. Mit dem Bürgermeister haben wir jetzt einen nützlichen Verbündeten und ich selbst ein schickes neues Büro. Alte Freunde haben sich gemeldet. Käufer? Miguel dreht sich wieder zum Fenster um. Sie. In diesem Geschäft zu sein, ist so, als ob man vor 1000 verschlossenen Türen stehen würde. Hinter manchen verbirgt sich gar nichts, hinter anderen Geld und Berühmtheit. Es ist klug, eine Gelegenheit nicht zu ignorieren, wenn sie an die Tür klopft. Miguel, deine edlen Reime. Das ist wichtig, Caesar. Ein Ausrutscher genügt, damit dir eine Tür vor der Nase zufällt. Ich kann einen Deal mit diesen Leuten machen. Das Letzte, was du willst, ist, sie zu enttäuschen. Sonst geht es auf deine Verantwortung. Huh. Sieh, ich werde bereit sein. So, jetzt schicken wir den erstmal hier hoch, damit wir die Kontrolle über die Stadt nicht verlieren. So, mach einen Deal mit Miguel an Angel Gacha oder Angel, keine Ahnung. Zirkus hat den Betrieb eingestellt. Warum denn? Was ist zu machen? Kein Geld mehr. Forschungszentrum. Ah ja, jetzt haben wir hier einiges freigeschaltet. So. Aber ich würde sagen, wir speichern und beenden das Ganze.